Guten Morgen, guten Mittag und wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu Sherlock Holmes und die Spur der Erwachten, das Remaster von 2008. Wir machen uns weiter auf die Socken hier durch New Orleans. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hin muss, weil, naja, keine Ahnung. Irgendwie ist das Gebiet groß, aber es ist verdammt schwer, sich hier zurechtzufinden. Was ist denn nicht hier mit dem Bereich hier? Da? Nö. Wenn ich Pech habe, muss ich nachgoogeln. Aber wir gucken erstmal. Das ist das Hotel. Guck mal. Da kommen wir nicht rein. Da ist Shisha Shoshonentown. Guck mal, jetzt kann ich da lang. Okay. Ich sollte lieber umkehren. Okay, ich kann nicht da lang. Okay, ich muss echt mal nachgucken. Ich krieg den Raster hier. Wie kommt man an dem Bett davon vorbei? Von meinem Champagner. Reden Sie trotzdem mit ihm. Er ist wichtig, so viel von uns wie möglich zu erhalten. Er wird schließlich von einem Cajun namens. Okay, gut. Ich habe es schon mal gesagt, reizen Sie mich nicht. Verschwinden Sie! Ich habe es schon mal gesagt, reizen Sie mich nicht. Verschwinden Sie! Okay, Geld. Es gibt da einen Kerl, man nennt ihn Champagne. Er ist ein Cajun und weiß alles, was in dieser Gegend vor sich geht. Sie finden ihn höchstwahrscheinlich in der Nähe eines Plankenhaufens am Ende des Piers. In Amerika hat alles seinen Preis, heißt es nicht so? Aha. Jetzt ergibt es auf jeden Fall etwas mehr Sinn. Qua des Cajuns. Also muss ich da rein, weil die Cajuns leben. Haufen Planken, Ende des Piers. Ja, war ganz locker. Aha. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Okay, es tut mir leid. Alter, du. Dämlicher Hund aber auch. So, Haufen Planken. Hey, John, Haufen Planken. Ende des Piers. Da komme ich jetzt mal nicht dran. Okay, schon. Ende des Piers. Haufen Planken. Das ist ein neues Mantra, merke ich gerade. Des Piers beim Haufen Planken. Ach, da! Mit offenen Armen, Watson? Napoleon, Lafayette, kümmern Sie sich nicht um die Hunde. Die mögen nur den Geruch von feinen Leuten nicht. Besonders nicht von Ausländischen. Und was kann der alte Champagne für Sie tun? Ein paar Planken für Ihr Boot oder vielleicht eine Fahrt im Krokodilbad? Vielleicht ein anderes Mal. Die Leute sagen, Sie wissen alles, was in dieser Gegend vor sich geht? Kann schon sein. Ist mir egal, was die Leute sagen. Was wollen Sie wissen? Wir sind vor allem interessiert an einer kürzlich stattgefundenen Edelsteintransaktion. Zweifellos sind Sie vertraut mit diesen Ereignissen? Aber sicher, das stimmt. Jetzt, da Sie es sagen, erinnere ich mich, etwas von einem Tausch gegen Juwelen gehört zu haben. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber mein armes Gehirn ist wie ein Zug ohne Kohlen. Was soll ich machen? Wenn da eine Flasche Champagner oder dies und das wäre,
hätte der alte Champagne Ihnen ein oder zwei Dinge zu erzählen. Champagner? Flasche Champagner. Ich bin in den Saloon gewesen. Aber da ist gar nichts. Champagner. Schauen wir uns doch mal um. Suchen Sie eine billige Flasche Champagner in New Orleans. Ergibt auch irgendwo Sinn. Nee, eigentlich gar nicht. Bei New Orleans, ey. Champagner finden, ach. Da ist nur dieser eine Ort übrig, ne? Ist noch Geld übrig? Ja, ich habe noch Geld übrig. Was wollt ihr denn noch? Wir haben hier zu arbeiten. Was wollt ihr denn noch? Was wollt ihr denn noch? Wir haben... Okay. Woher kriege ich denn die Champagner her? Ich sollte lieber umkehren. Sind auf jeden Fall irgendwie gerade wieder nicht auf einer Wellenlänge. Ah. Na, sehen Sie doch mal. Hier ist doch mehr Platz zum Umgucken. Sagt er und findet nichts. Hier drüben? Ich sollte lieber umkehren. Ach. Champagner. Ich habe es schon mal gesehen. Ah, Quartier François, Franzosen. Franzosen haben Champagner. Leute, ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Oh, okay. Ach, ey. Warum ist es so schwer? Warte mal halt. Mit der Tür? Nö. Ich habe es schon mal gesagt. Halten Sie mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Geld anzubieten. Ja, aber wo ist denn bitte die Champagnerflasche? Warte mal ganz kurz. Also Geld für Champagne. Jetzt muss ich sagen, jetzt weiß ich's wieder. War vor einer Woche, vielleicht zwei. Ein Butler arbeitete für einen reichen Mann, hatte selbst einen Juwelenhandel mit Honor & Co. durchgezogen. Sah aus, als müsste das Geschäft schnell und leise über die Bühne gehen. Das ist die Wahrheit. Und der Name des Arbeitgebers dieses stillen Partners? Er heißt Arneson. Er ist von weit oben am Fluss, aus dem Osten. Der hat vielleicht ein paar verrückte Ideen im Kopf. Die müssen alle so sein, wo er herkommt. Zweifellos. Noch etwas anderes. Haben Sie in den letzten Tagen seltsame Schiffsbewegungen bemerkt? Besonders bei den auslaufenden Schiffen spät in der Nacht. Sie haben den alten Champagne gut behandelt, also sage ich Ihnen die Wahrheit. Vor 5 Tagen ist ein Schiff mitten in der Nacht vor Anker gegangen. Es lief wieder aus, nachdem ein Haufen Leute mit einer Menge Boote rübergefahren und eine Ladung an Bord gebracht hatten.
Sie kamen alle aus den Sümpfen. Könnten Schmuggler gewesen sein. Jedenfalls ist es in die alte Welt aufgebrochen. Ganz sicher. Der alte Champagne behält das für sich. Kein Grund mehr zu wissen. Und mein Rat für Sie? Raushalten. Wer seine Nase reinsteckt, wo sie nicht hingehört, endet in dieser Gegend als Krokodilfutter. Danke für die Warnung. Auf Wiedersehen. Und wenn Sie eine Fahrt auf dem Fluss machen wollen oder sonst was, der alte Champagne macht Ihnen einen guten Preis. Ich nehme Dollars oder Flaschen mit, Sie wissen schon. Alles klar? Trümpfsegeld übrig. Die Langusten sind fett. Okay. Du hast nichts mehr für mich. Arneson. Der Name des Arbeitskreises hat, das heißt Arneson, der hat vielleicht ein paar verrückte Ideen im Kopf. Wenn wir jetzt, ich kann gut mehr zu wissen. Das sind Sümpfe, könnten Schmuggler gewesen sein. Aus den Sümpfen kamen sie. Holmes, unsere Tasche. Hey! Dieb! Haltet den Dieb! Okay. Hey, geile Musik. Alles klar, wie komme ich rüber? Stopp! Ah. Ach du meine Güte! Da ist er. Hey Holmes. Gute Beinarbeit hier. Danke, Wuff-Wuff. Ah, okay. Sherlock ist richtig am Arbeiten gerade. So. Das. Chinatown. Mein Gott, der ist ja auf jeden Fall schnell, ey. Der New Orleanische Speed Gonzales. Okay, oder? Was dort? Ah. Okay, wo ist er jetzt? Also meine Güte, der Hilbert ist auf jeden Fall schnell. Captain Night Joe, warte mal auf mich. Oder? Hoch. Und rüber. Und rum. Und springen Sie, Holmes. Jetzt springen Sie nicht nochmal? Leider nicht. Aber klettern Sie. Ich muss da lang. Hier. Gut, dann da lang. Und boom, dann da auch durch. Und, da lang. So, dann rüber. Mein Gott, ist doch Verfolgungsjagd gerade hier. Was heißt ganz rumzulaufen in der Stadt? Ich spüre bei Gott, hätte ich einen Revolver, ja? Würde ich drauf auf dich schießen. So. Hey.
Oh mein Gott, ey. Amigo, bitte. Bitte. Ich komme doch endlich mal. Hoben Sie sich mit der Jüngste und ich auch nicht mehr. Darüber komme ich nicht, oder? Okay, lass mich überlegen. Ah! Alter, warum ist es aber richtig gerade aktiv hier? Da sind bestimmt Parkourläufer. Wo ist denn jetzt schon wieder? Da! Weiter hoch. Hab was langsam? Gut. Danke. Oh mein Leute, da läuft ein Dieb weg. Stehen bleiben, Sie beide. Keine Bewegung. Aber der Dieb, er wird... Dieb? Welcher Dieb? Alles, was ich sehe, sind zwei Ausländer, die auf meinem Kai herumrennen und eine Menge Krach machen. Ich nehme an, Sie haben irgendwelche Papiere, die Ihre Identität bestätigen und was Sie in meiner Gemeinde zu tun haben. Sicher haben Sie einen Beweis dafür, dass Sie legal hier sind? Was? Natürlich haben wir Papiere. In unserer Tasche. Aber dieser Schurke, er... Nun, mein Wort darauf. Ihretwegen konnte er mit unserer Tasche verschwinden. Was wollen Sie damit andeuten, Sir? Versuchen Sie, mich zu beleidigen? Gentlemen, ja. Bitte, beruhigen Sie sich, Watson. Nein. Aber sehen Sie denn nicht, dass... Genau. Watson... Dann sind Sie also Mr. Holmes und Dr. Watson? Oh Gott. Ersparen Sie uns die Heuchelei. Sie wissen sehr gut, wer wir sind. Und ein schlaues Bürschchen obendrein. Hören Sie mir zu und sperren Sie die Ohren weit auf, Mr. Holmes und Dr. Watson. Ja, bitte? Sie werden morgen früh nach Europa abreisen, auf demselben Schiff, das Sie hergebracht hat. Sie brauchen Ihr Gepäck gar nicht erst abladen. Kehren Sie einfach um und gehen Sie wieder an Bord. Wenn Sie meinem Rat nicht folgen, wird es Ihnen leid tun. Oh, und noch eins. Ohne die richtigen Papiere sind Sie hier in New Orleans nichts weiter als Banditen. Und Banditen enden in meiner Gemeinde als Krokodilfutter. Mit offenen Armen, Watson, ja? Ist ja gut, Holmes. Anscheinend waren Sie über unsere Ankunft informiert und haben auf uns gewartet. Suchen wir die wohlhabende Seite dieser Stadt und das Haus dieses Arneson. Kommen Sie, Watson, die Zeit arbeitet gegen uns. Statten wir diesem Arneson einen Besuch ab, Watson. Aber wo ist denn bitte Arneson? Ich glaube, Arneson ist ein Bordell. Oder? Was wollt ihr denn noch? Wir haben hier zu arbeiten. Arneson... Arneson. Ich habe es schon mal gesagt. Ja, ja, reizen Sie mich nicht. Ich habe verstanden. Muss ich vielleicht da lang? Ah. Guck mal da. Französisches Viertel. Das ist Arneson. Das ist Arneson. Oh.
Holde meint Not. Holmes, Ihr Einsatz. Oder auch nicht. Bei, ich glaube, die Dame ist einfach noch... Okay. Ah, Watson, wir sind anscheinend da. Schauen Sie dort an der Eisentür. Büffel. Anscheinend niemand hier, Holmes. Zu schade, Watson. Das ist unsere einzige Spur. Guten Morgen, Fräulein. Bitte haben Sie keine Angst. Wir tun Ihnen nichts, meine Liebe. Wie heißen Sie? Eula, Sir. Reizend. Als wir hier ankamen, schauten Sie durch dieses Tor. Das ist doch das Haus von Mr. Arneson, nicht wahr? Kennen Sie ihn? Ja, Sir. Wissen Sie, ob er zu Hause ist? Ich weiß nicht genau, Sir. Watson. Schon gut. Nun regen Sie sich doch nicht so auf. Warum all die Tränen? Wegen meinem kleinen Bruder Davy. Er ist Diener bei Mr. Arneson und ich habe seit über 5 Tagen nichts mehr von ihm gehört. Vielleicht ist er mit Mr. Arneson verreist. Nein, Sir. Ich bin Dienstmädchen bei den Gallaghers, gleich gegenüber. Wenn sie weggefahren wären, hätte ich sie gesehen. Etwas Schlimmes ist passiert. Das kann ich spüren. Aber wenn sie so nahe waren, hätte ihr Bruder doch sicher um Hilfe gerufen, wenn er in echter Gefahr gewesen wäre. Nein, Sir. Davy ist nicht wie Sie und ich. Er ist ganz schlau in manchen Dingen, aber Davy kann nicht sprechen. Kein Wort. Außerdem treffen wir uns abends meistens an der Stalltür und er war jetzt seit über 5 Tagen nicht da. Oh, Sir. Ich habe solche Angst. Irgendwas ist mit ihm passiert. Ich weiß es einfach. Bringen Sie uns zu diesem Stall, Fräulein. Watson? Ich glaube, dieser Ort ist in der Tat abgelegen und deswegen recht angreifbar. Da ist es. Ich warte auf der Straße. Wenn die Herrin mich ruft, kann ich sie hören. Okay, ab in den Stall. Das ist kaum richtig verschlossen, Watson. Sehen Sie sich das Schloss an. Es hat einen primitiven Holzriegel und er ist auch schon recht abgenutzt. Fest verschlossen. Okay, dann brauchen wir das Messer. Ha! Bravo, Holmes! War einfach. Holmes, dieses Pferd ist am Verdursten. Armes Tier. Es hat in den letzten 5 Tagen kein Wasser bekommen, Watson. Unerträglich. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Nägel, oder? Ja, Nägel. Irgendwas hier... Er kann sich kaum bewegen. Wir müssen Wasser für ihn finden. Und zwar schnell. Finden wir noch, Watson. Keine Sorge. Wenn ich also aus Adventure-Spielen gelernt habe, Watson, dann ist es so, dass es kein Zeitlimit gibt für Tiere. Sie halten im Sinne von vielen Entwicklern in der heutigen Zeit viel aus. Sie sind robust. Ich könnte jetzt so 3 Stunden lang mich unterhalten mit ihnen über die etwaigen verschiedenen Theorien des Spiels. Und sie würden... Ja, kaum glauben, aber die Zeit in dem Spiel würde nicht voranschreiten. Sprich, dieses Pferd da drüben, genau das da. Es würde nicht sterben. Würde es nicht. Ja, jetzt denken Sie nach. Jetzt zeigen Sie Einsicht. Deswegen mag ich Sie so sehr. Gut. Ich hoffe, dieses Tor ist nicht verschlossen. Es scheint mir ziemlich gewaltig. Offen! Warum schreist du offen, Holmes? Ich denke mal, wir haben ein leeres Haus hier vor uns. Sehen Sie, Watson, diese schönen, gut gepflegten Blumen. Jemand muss sich um sie kümmern. Naja, 5 Tage, ne? Wasser. Oh, Wasser!
Hier sind Tausende von diesen Stechmücken. Wir müssen umkehren, Watson, sonst werden wir verschlungen. Der Ort ist also unheimlich. Sehen Sie, Holmes, ein Waschbär. Komm her, du kleiner Räuber. Sie werden uns nicht allzu nah heranlassen, Watson, obwohl die kleinen Racker von Natur aus recht neugierig sind. Oh, ein Waschbär. Interessant. Notiert. Waschbär in Louisiana. Okay, gut, das doch irgendwie aufmachen, ist aber kein Problem. Fest verschlossen. Ja, wenn die Vordertür nicht auf ist, dann muss das ja die Hintertür sein, ne? Würde ich mal jetzt ganz dämlich meinen. Fest verschlossen. Ja. Was für ein scheußlicher Geruch, Holmes. Ziemlich scheußlich, Watson. Das ist der faulige Gestank des Todes. Riecht es nach verfaultem Obst? Wenn ja, dann ist es wirklich der Tod. Ist das Wein oder Blut? Ah. Watson, halten Sie das Becken. Ich glaube, Sie wissen, was damit zu tun ist. Ja, wir gehen raus und geben dem Pferd schnell Wasser. Habe schon verstanden. Nein, das kann ich nicht. Was? Nein? Was sonst damit machen? Watson, haben Sie diesem armen Pferd Wasser gegeben? Aber, hä? Perfekt. Oh, wow. Jetzt erst. Ey, Gott, der Himmel, Watson. Wir sind Doktors, ich muss das doch wissen. Ob man ein Becken oder ein Topf oder eine Pfanne nutzt, um Wasser zu schöpfen. Ganz ruhig, Junge. Trink aus. Gut gemacht, Watson. Na, guck mal da. Was macht das wohl hier? Ein Hammer, deswegen das Rätsel. Das Wildpferd, Hüter des Hammers. Meister aller Rätsel. Deus Ex Ufonus. Hier sind sie, Watson. Du hast ihn weggeschickt, Holmes. Ah, ein Schinken. Was für ein köstlicher Duft, wenn ich nur Hunger hätte. Und er nicht verfault wäre. So, mehr Türen. Das ist der Gang hier. Oh, Billy Bob. Watson, was halten Sie davon? Was für ein grausiger Anblick. Die liegt hier schon mindestens eine Woche. Im Gegenteil, Watson. Wieder einmal sehen Sie, ohne zu beobachten. Die Wärme des Klimas hier und die außergewöhnliche Feuchtigkeit haben zweifellos die Verwesungsgeschwindigkeit beschleunigt. Nach meinen Berechnungen liegt die Leiche seit 5 Tagen hier. Also Holmes, es geht nicht um Luftfeuchtigkeit oder Wärme. Wir wissen auf jeden Fall, dass der Täter seit 5 Tagen nicht da ist im Haus. Ergo, die Leiche ist 5 Tage alt. Glaube ich. Sehen wir uns die Hände an. Sie sind schwielig. Unter den Nägeln ist Erde. Die Hände eines Gärtners, kein Zweifel. Sehen wir uns die Hände an. Sie sind schwielig. Unter den Nägeln. Okay. Das ist mehr Stoff zu sehen hier. Blut. Aha. Blut. Oh. Interessant. Die Person, die hier saß, hatte eine Schwäche für Zigarren. Champagner.
Vielleicht wird das den alten Mann mit ähnlichem Namen zufriedenstellen. Bestimmt, Holmes. Was haben wir da? Ah, Blut. Hm. Die Person wurde mit einem scharfkantigen Gegenstand geschlagen, als sie hereinkam. Man kann auch die Blutspur sehen, die bis hinter die Treppe führt. Das ist meine Blutspur? Nein. Ah, warte mal. Kollege, was ist das da? Papiere wurden verbrannt und es wurde mit großer Sorgfalt alles zerstört, was für unseren Fall irgendwie von Wert sein könnte. Wir werden an diesem Ort nichts mehr finden. Sagen Sie niemals nie, Holmes. Niemals nie. So, die Person wurde aber dann geschliffen. Guck mal hier. Ja, doch, ich sehe Schleifspuren. Gucken wir es nochmal an. Warte mal, hier ist noch mehr. Ist da irgendwelche Sachen zu beachten bei den Spuren? Nicht wirklich. Was ist das? Jemand hat seine Hand neben diese Fußspur gelegt. Nach der Größe der Finger zu urteilen, ein Jugendlicher. Warum würde sich jemand hier herunterbeugen? Natürlich, um etwas aufzuheben. Aha. Gut, aber ich sehe unsere Zeit schon wieder um. Und das Rätsel dieses verwahrlosten Haus der Marke Resident Evil für Arme wird auf jeden Fall im nächsten Part weitergehen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und schöne mit Öle, ne? Nicht vergessen, wenn euch der Part gefallen hat, dann wie immer liken, subben oder auch einfach kommentieren. Bis demnächst. Tschüss.